Jahr beginnt unsere Schule und vier Prominente sind heute wieder so mutig, dass sie noch mal ihre komplette Schullaufbahn durchleben. Ein Abitur in 90 Minuten, das geht mit folgender Promi-Klasse. Einen Lieblingsmensch hat sie schon, hat sie auch ein Lieblingsfach, Namika! Ein Kommissar heute im Klassenkreuzverhör. Ich freue mich auf Miroslav Nemeth. Sie will heute mehr Punkte holen als der erste FC Köln. Caroline Kebekus. Und er wird wie immer hinten rechts die Bude sauber halten. Nationalspieler und Fußballexperte Patrick Obomoyela. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass ihr den Mut auf euch genommen habt, nochmal durch die Schulzeit zu gehen. Patrick, ja. Du warst Profifußballer bei Borussia Dortmund. Mhm. Und du warst auch Profi-Basketballer, oder? Nicht Profi. Aber bis zur dritten Liga habe ich es geschafft. Ich war noch sehr jung und dann habe ich mich halt für den anderen Weg entschieden. Hast du ein Abitur eigentlich? Natürlich nicht. Natürlich nicht? Natürlich nicht. Aber du wirst es heute nachmachen. Patrick Obomoyela, genau. Schön, dass du da bist. Dankeschön. So, Caro. Ja. In Köln zur Schule gegangen? Ja. Du hast Abitur, oder? Natürlich habe ich Abitur. Warst du so eine nette? Warst du so eine nette Schülerin? Ich war immer nett, bis irgendwann dieses Ding anfing, dieses, wie nennt man das, Pubertät. Wir waren so in der 9. Klasse, da haben wir beschlossen, ey, wenn wir einfach alle Assis sind, dann können die ja nichts machen. Und dann wurden wir wirklich, also dann haben wir es echt übertrieben. Also wir haben es so übertrieben, dass wir irgendwann einen Brief bekommen haben von unserer Lehrerin, die gesagt hat, ihr könnt nicht besoffen in die Schule kommen. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ja, es reicht schon, wenn die Lehrer das machen. Ja, du lachst. Genau. Miroslav, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, du bist der Älteste in der Runde. Das du hast kann heute man sagen, den, ja. Du hast den Hut auf. Du Tatortkommissar, seit wie vielen Jahren, du hast mir eben erzählt? Seit 28. Seit 28 Jahren spielst du beim Tatort. Wahnsinn. Ja. Wie warst du in der Schule? Ich war aufmüpfig und ich war nicht gut in der Schule. Nee? Es gab ein Zeugnis da schon in der ersten Klasse, da hieß es, er ist unaufmerksam, weil er schon alles kann. Also das heißt, sozusagen, ich habe mich ein bisschen unbeliebt gemacht. Und dabei hat alles so süß angefangen. Wir haben ein Bild von deiner Einschulung. Guck mal, das ist der Miro. Oh. Aber süß, ne? Koloriert, koloriert. Ja, ist das nachkoloriert? Ich verstehe. Ja. Ja, oder? Ja, ja, die haben das schwarz-weiß gemacht und dann nachkoloriert damals. Ja, das ist ja Wahnsinn. Sieht aus wie ein Instagram-Filter aus dem Jahr 1900. Dein Lehrer hat mal über dich gesagt, du bist Profi-Revoluzzer. Wie kann man sich das vorstellen? Und er hat auch gesagt, schwach angefangen und dann stark nachgelassen. Das war auch ein Spruch. Schwach angefangen, stark nachgelassen. Namika, schön, dass du hier bist. Lieblingsmensch, ein absoluter Mega-Hit und seitdem musikalisch geht die Karriere steil auf. Gab es irgendeinen Lehrer, der dich damals schon geprägt hat und dir gesagt hat, hier Musik, das ist dein Ding, mach das mal? Also ich hatte eine Deutschlehrerin, das ist die Frau Beisheim. An dieser Stelle liebe Grüße. Liebe Grüße an Frau Beisheim. Genau, die hat mich nämlich immer gefördert, auch im Lyrikunterricht. Und, aber Abi hast du? Abi habe ich, ja. Schnitt? Muss ich machen. Ich glaube, bei 200 Fehlstunden noch 3,2. 3,2, das ist, sie war dabei. Ich war dabei, Mann. Hallo. Dein Abischnitt? 2,9, aber es haben immer alle verstanden, 2,0. Und ich meine, 2,0, gut. Oh. Und ich meine, hey, 2,9. Aha. Naja, aber Abi, da sind wir noch weit, weit weg. Wir müssen nämlich ganz, ganz vorne anfangen. Eure Gegner sind erstmal Grundschulkids. Wir fangen nämlich in der ersten Klasse an. Unsere Einschulung haben wir jetzt hinter uns gebracht, erfolgreich. Und ihr seid in einer ganz besonderen Sendung dabei, denn ihr tretet an gegen ein komplettes Internat, wo man von der ersten bis zur 12. Klasse hingehen kann. Und das ist ein Internatsdorf in Haubinder. Wo das ist, also selbst mein Navi war so, ne, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo Haubinder ist. Wir haben es aber dann trotzdem gefunden, wir sind hingefahren zur Hermann-Lietz-Schule Haubinder und da habe ich die ersten vier Grundschüler geholt, die gegen euch antreten. Heute müssen meine Promis nur gegen eine Schule antreten. Die Hermann-Lietz-Schule hier in Haubinder, ein Internat, wo man von der 1. bis zur 12. Klasse zur Schule gehen kann. Und die Atmosphäre ist hier irgendwo zwischen Schloss Einstein und Hogwarts und ganz besondere Kids gegen meine Vips. Hallo! Ja, geht's euch gut? Ja! So, ich gehe erstmal an den Mädelstisch, weil die haben meistens im Griff, was hier passiert. Also, lieber Mädelstisch, was passiert hier? Aha! Es ist hier auf dem Schulgelände eine Pferdekoppel. Das ist natürlich geil.
Was hat das jetzt hier mit Unterricht zu tun? Kriegt ihr eine Note? Ja, also wir kriegen eine Note darauf, ob wir pünktlich kommen oder halt... Ihr kriegt eine Note, ob ihr pünktlich kommt? Nein, nein. Oder dann wäre ich sowas von durchgefallen. Ich komme mir direkt... Oh, ich komme mir richtig reich vor. Wow! Was willst du werden? Tischler. Ein Tischler. Cool. Und was möchtest du werden? Arzt. Du möchtest ein Arzt werden? Was denn für ein Arzt? Hausarzt. Ein Hausarzt? Oder Landarzt. Kannst dir schicke Schwestern einstellen. Kannst du ein bisschen golfen auf Marbella. Machst du so dein Ding, ne? Ja. Wie heißt du denn? Cornelius. Cornelius. Und wie heißt du mit einem anderen? Torwart. Aber Dr. Torwart klingt natürlich auch jetzt schon wie eine ARD-Vorabendserie, oder? Dieser Torwart lässt keine Viren rein. Findet ihr es eigentlich in Ordnung, dass unser Kameramann auf dem Tisch steht? Der steht auf dem Tisch. Geht gar nicht, oder? Ja, ist nicht mein Tisch. Und du? Wer bist du so? Ich bin der Franz. Du bist der Franz? Du kommst aus Bayern? Nein, aus Deutschland. Aus Deutschland. Diese vier sind so schlau, dass sie wissen, dass Bayern nicht zu Deutschland gehört. Ich freue mich auf Cornelius, Felicitas, Finn und Felix. Thumbs up, Felix. Alles klar bei dir? Ja. Ja? Gehst du denn schon auf das Internat oder wohnst du noch zu Hause? Wohne noch zu Hause. Du wohnst noch zu Hause? Aber ja. Ziehst dann bald aus, wenn du dann 10 bist. Nee. Nee. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Förster. Bitte? Förster. Förster? Ja. Wie der Sänger? Nein. Mark Förster. Sehr cool. Ist denn dein Papa Förster? Ja. Ah, daher. Cool. Und nach der Grundschule dann geht's auf eine Baumschule oder wie sieht's aus? Nee. Nee? Sehr gut. Wie alt bist du jetzt? 10. 10 Jahre alt. Und freust du dich auf unsere Prominenten? Ja. Ja, ne? Ja. Du machst die platt, ne? Stell dir einfach vor, das sind 4 Bäume, holze ab. Hallo Finn. Hallo. Bei dir alles cool? Ja. Ja? Ist der Felix dann, seid ihr in einer Klasse eigentlich? Ja. Ja? Sitzt ihr auch nebeneinander? Ja. Ja, ihr macht immer Quatsch, ne? Ja. Ja. Antwortet ihr immer gleichzeitig? Ja. Was möchtest du mal werden, Finn? Polizist. Du möchtest Polizist werden? Die Kids, die müssen immer so einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Und ich möchte mal ganz kurz vorlesen, was du auf deinem Fragebogen geschrieben hast, weil ich fand das sehr, sehr cool. Finn, ich möchte Polizist werden, weil ich zu Hause gerne mit meiner Nerfgun spiele und glaube, dass ich gut in Verfolgungsjagden bin. Mehr muss man ja eigentlich nicht machen, oder? Schön, dass du da bist, Finn. Hallo, Felicitas. Hallo. Ist das dein Maskottchen hier? Nein, das ist von der Schule, das Katzchen. Okay, und du, du bist in einer ganz bestimmten AG. In was für einer AG bist du denn? In Streitschlichter. Streitschlichter. Und das nennt man aber bei euch nicht AG, sondern anders, ne? Gilde. Gilde? Ja. Was macht denn eine Streitschlichter-Gilde? Da wird man zum Streitschlichter ausgebildet, also dass man Streite schlichten kann. Und das ist ein Ausbildungsberuf? Ja. So 3 Jahre? Ein halbes. Also wenn jetzt hier zum Beispiel ich jetzt Stress mit dem Patrick habe, was würdest du dann sagen? Wenn wir jetzt uns irgendwie schubsen auf dem Schulhof, dann würdest du da hinkommen und dann würdest du sagen? Ich würde euch dann wahrscheinlich an die schon richtig ausgebildeten Streitschlichter halt weitergeben. Ah, so schön. Also wenn du beim Saturn arbeiten würdest, dann wärst du auch die sagt, das ist nicht meine Abteilung, sorry. Das wäre so dein Ding, ne? Und sonst kommt Finn mit der Nerfgun und knallt uns ab. Hallo Cornelius, ist das Dr. Cornelius Torwart? Ja. Hallo Dr. Cornelius Torwart. Und was machen die Arztpläne? Noch keine. Noch keine Arztpläne? Nee? Nee. Aber du wolltest ja Arzt werden. Willst du immer noch Arzt werden? Ja. Ja? Hast du auch so eine unleserliche Schrift wie so ein Arzt? Passt das schon? Nee. Nee? Schreibst du ordentlich? Ja. Dann wird's nix. und du bist auch Klassenbester, ne? Ja. Du bist. Ja! Und Fußball spielst du auch, ne? Yep. Kennst du den Patrick? Gut, los geht's! Mit der Grundschule, auf geht's in die Grundschule! Let's go!